Es ist ganz normal und verständlich, wenn Sie sich traurig fühlen, wenn Sie sich einsam fühlen und wenn das Studium gerade nicht so läuft, wie Sie sich es vielleicht vorstellen. Sie studieren alle in einer Zeit einer Pandemie, einer weltweiten Krise. Viele Erwachsene mit mehr Lebenserfahrung wissen oft gerade nicht, was das Richtige ist. Sie müssen das auch nicht können. Es erwartet niemand, dass Sie wie eine Eins durch das Studium marschieren, so als ob es Corona nicht gäbe. Hallo liebe Studierende, ich wende mich heute an euch mit ein paar wichtigen Worten. Mein Name ist Tanja Müller und ich bin seit 1.9. diesen Jahres die Psychologin für euch. Ich habe alle meine Klienten und Klientinnen gefragt in den Beratungsgesprächen, was sie gerne hören möchten. Und das eine ist ja so der Appell an das Durchhalten, an die Geduld, an das Zusammenhalten und an die Solidarität. Ich denke, ohne ein Miteinander kommen wir da nicht durch. Aber ich finde, es ist total normal, wenn man merkt, dass die Solidarität, die Geduld und das Durchhaltevermögen irgendwann mal begrenzt ist und dass jeder an seine Grenzen kommt. Das heißt nicht, dass wir alle Egoisten werden sollen und dass die Spaltung in der Gesellschaft nur mehr werden soll. Wir brauchen alle ganz viel Geduld mit der Situation, mit den Entscheidungsträgern, aber auch mit uns persönlich. Ich möchte Ihnen sagen, dass Sie sich einfach so gut wie es geht um sich selber kümmern sollen. Selbstfürsorge, Selbstliebe und auch Geduld mit sich und den Nächsten haben. Aktivieren Sie Hobbys, achten Sie darauf, dass Sie eine Zeit für Ihre Hobbys haben. Ruhe und Entspannung darf man nicht unterschätzen. Und wir brauchen die Kontakte zu den anderen Menschen einfach. In meinen Beratungsgesprächen ist es ganz oft Thema, dass Studierende vereinsamen. Treffen Sie sich zu Spaziergängen, verabreden Sie sich für Veranstaltungen, treffen Sie sich in der Mensa oder schließen Sie sich zu Lerngruppen zusammen. Wenn es geht in Präsenz, aber auch online. An der Uni machen sich echt viele Menschen Gedanken um Sie. Sie werden gesehen und gehört und es ist auch wichtig, wie es Ihnen geht. Ich wünsche uns allen einfach, dass wir so gut wie möglich da durchkommen, dass wir den Winter schaffen und dass wir alle gesund bleiben.